Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Game spiele ich Echo auf der Midlane. Mit mir dabei sind wieder einmal der Flo, der Jhun und der Lex. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe den Namen Penta-Dings gar nicht gedings. Na, was denn Boah. nu? Ich habe ihn Gestottert gar wird nicht. zusammengeschrieben. Komm, lass aus der Lippe fallen, du. Ja! Ist gar nicht so schwer. Gar nicht so einfach. Gar nicht so schwer. Ich habe ihn nicht verdient. So, ich habe ihn nicht verdient, weil ich Hast du noch diese keinen Season noch Penta? keinen Penta gemacht habe. Na egal, dann nennst du dich eben Season 4 Pentamark. Ja. Ich heiße so, wie ich. Ich bleib so, wie ich jetzt heiße. Der Satz ist aber wieder ziemlich schwer gefallen, ne? Ja, Was ich mal fragen wollte. Ja, bitte. Jenna? Ja? Jenna? Bitte. Also Ja, Lex? ich weiß jetzt nicht mal wie. Lex, wenn du Jenna? deine Ulti machst, lass mal vorher an, nicht, dass ich meine Ulti reinhaue und die fliegen alle davon. Ja. Gut vorhin eigentlich. Ach so, ich dachte eben, er meint den Jan. Alles Ne, klar. das hatte ich hier, das hatte ich schon mal hier, den Mist. Nee, ich dachte, du meinst Puffy. Nein. Dann Jenna? Hey. Nein, Boah, Jenna kann doch 84% ihre Ulti Marke. machen und dann fliegen die dort von. Wenn ich meine Ulti hinhaue und die macht, dann sind sie nicht in meiner Ulti drin, das so meine ich das. Hast du es jetzt Ja. geschnitten, was ich mein? Nee, nee, ich hab dir gerade überhaupt nicht zugehört. Ich schreib gerade mit einem. Na toll, großes Kino. Entschuldigung. Willst du es nochmal erzählen? Nee, Nee, ich hab selber gestottert, ich weiß es nicht ich mehr. kann es mir nachher auch auf YouTube angucken, dann weiß ich, was du gesagt hast. Passt schon. Ram, wo willst du denn anfangen? Da oben? Wie anfangen? Ich bin Midlane. Oh, ist deine Jungle aktiviert? Also ich fange in der Mitte an. Okay. Passt schon. Ja, weil ich den vorhin im Jungle gespielt habe, war ich ein bisschen jetzt so. Habe ich nicht Ah, wie mitgedacht. geil. Alle verwirrt. Okay. Leute, ja auch. Ja, der ist noch mehr verwirrt. Da war schon immer verwirrt. Ist ja auch ein Vollhorn. Oh, ich hab ein Zed. Aber er weiß Ich hab nur ein Jungle, Zed. er tankt das viel. Warum hab Haben ich wir ein vorhin Zed? auch geredet, ob Seiten Counter kommt? Ja. Ich hab Echo. Das ist aber nicht schön. Nein! Ich weiß nicht, was da macht. Schaden. Das wirst du leicht merken, glaube ich. Nein, warum habe ich den Nachricht nicht bekommen? Nein! Der spielt aber aggressiv eher. Ja, normal, das Echo. So fresh. An sich könnte Nein! Rumble auch ein Counter sein. Bin schon tot. Und tot? Euer Gequatsch hat mich zu sehr auseinandergebracht. Das ging ja nicht, ging ja gar nicht Nee, ich schnell. hätte ihn fast genauso, der hatte noch 50 Leben oder so. Ja. Auf jeden Fall schade, brauche ich das Spiel schon mal nicht mehr hochzuladen. Hat sich schnell erledigt. Wollen wir alle rausgehen? Das bringt. Vielleicht machst du ja noch einen Penta. Der Gegner. Ich denke nicht. Scheiße, Mann, ich hätte den schon kriegen können, ey. Ah, war ein gutes Schild, haben wir trotzdem noch gut getradet. Lol, das Schild ist ja noch auf dir, Vita. Ich hab das Schild jetzt wieder, wir könnten All-In, sobald wir Level 3 sind, Was macht das komische Tag? Ach, das wirft er und dann holt er sich wieder. Es ist so wie So. Ahri, nur langsamer. Ich hab meinen Kill wieder, ne? Nur zur Info. Er hat trotzdem 100 Gold mehr. Was? Bitte. Ich denke, wir könnten All-In machen mit Exhaust Level 3. Aber die haben Double He. Naja, Egal, Double es He. verliert. Oh Gott. Alter. Nutzt deine Reichweite aus. Lol, GG. Gott, Hat der hat geflasht? geflasht. Ja. Nein, geh weg.
Ja, komm, Dive Mesh, Lux, Dive Mesh, komm, Lux. Was spielt denn der Egg? Ach, der spielt mit Ignite, dann kann ich doch weggehen. Alles cool. Das wäre jetzt so geil gewesen, wenn du ihn noch mit deiner passiven bekommen hättest. Ja, Flash ist aber raus. Und der macht aber AP-Schaden hier, der Ego-Typ, oder? Ja, der ist übrigens ja weg. Definitiv. Oh Gott. Boah, das geht mir so auf den Sack. Warnung, Warnung, Warnung. Du scheinst den Set auch fertig zu machen. Ja. Musst du mich aber erstmal warm spielen hier quasi. Lux ist noch nicht da. Also jetzt müsste Lux gleich da sein. Boom! Hab ihn. Wird leid. Vielleicht kann ich's doch noch hochladen. Ne, dann musst du den Ausdruck zensieren, jetzt kann ich es nicht mehr hochladen. Wieso? Die wissen doch alle, dass ich es doch hochgeladen habe. Ich habe gerade Kill gemacht, Jungs. Ein Penta? Nein, noch nicht. Ja, was erzählst du noch das nicht dann? Ihr sagt, das sagt noch nicht. Ein Kill. Dabei was ist jetzt hier, da. Sagt? Das na, obwohl er hat den Echo nass gemacht, ne? Jungs, da gute Nachtmusik, ich weiß überhaupt nicht, was der mit mir macht und ich mache einen Dank. Dann kann der Echo nicht so gut sein. Na, Spaß. Nein! So, das ist wieder die Zeit, wo ich den Typen mute. Er kann halt meiner Ulti gut ausweichen, dieser Ego-Typ da. Die Scheiße. Ja, aber wenn du es so platzierst, dass du seinen Geist und ihn triffst, dann könntest du seine Ulti komplett canceln. Also nicht canceln, aber wenn er zurückgeht, bekommt er den Schaden wieder, den er heilt. Kommt. Kommt her. Ah, ich brauche immer. Oder kriegt doch auch einen Schaden von mir, eher. Bumble ist ein richtig ekliger Lane-Gegner. Das geht. Aber nur für Milis. Ja. Von Kassadin, denke ich, wird er noch gekommen. Jetzt hat er, glaube ich, seine Ulti aktiviert, hat nicht viel Abklingzeit. Jetzt läuft ja noch so ein Typ mit rum. Ich denke auf Stufe 1, 100 Sekunden. Boah! Boah, war das knapp. Hässliche Z-Ulti. Mit Riven kann man Rumble gut weghauen. Ja, ich weiß, deswegen. Ja, mit Riven kann man auch quasi Jarvan alles weghauen. Mit Riven kannst du auch quasi alles weghauen. Nee, nicht alles. Ja, Lissandra nicht. Gegen Pantheon sieht's immer schlecht aus. Pantheon weg. Na gut, Pantheon geht eigentlich, aber. Wenn Pantheon es gut macht und zwei versteckte Ausgabe. Wenn Pantheon glaubt, weiß, wie es läuft. Also es gibt ein Champion, mit dem du eine Riven so hart zerstören kannst. Lissandra. Das ist eindeutig Gangplank. Naja, Gameplay hat halt das Problem, er ist trotz allem Squishy. Trotzdem, Riven hat keine Chance. Na. Du bist halt. Du bist ziemlich. Du musst nur Level 6 wissen, aufpassen, ein bisschen vorsichtig spielen, sonst geht das. Danke. Level 6 kann die Riven nichts machen gegen dich. Du gewinnst, du killst jeden Fall. Egal was und wie die Riven es macht. Darf ich es kurz erwähnen? Echo steht 3-1.
Das war jetzt oh, Info für Mark. Du hast gesehen, wie ich den Minion auf den Kopf geschnellt habe. Das war ich könnte rein flashen und ja, ist gut. What? Jo. Dann kann das halt ja nicht so gut sein. Nee, ist auch nicht gerade ein Weltmeister. Siehst du. Aber es macht nichts, das ist ein Set, da muss man auch kein Weltmeister sein. Gott, Set ist face, sehr schwer ran. Nee, im ja. Ernst, Set gehört zu den schwierigsten Champions. Kannst du weiter reden. Okay, kaufe ich mir nachher. Nee, hab keine Kohle. Set gehört im Ernst zu den schwierigsten Champions, weil die Mechanics, Tim. Die Mechanics? Wer sagt denn das nochmal immer? Ah! Oh, Kuhn! Kuhn! Kuhn hier! Krank! Alte Geule! Oh, jetzt verarschen sie mich ja aber böse. Jetzt bist du angesprungen. Oder auch nicht, oder? Lol, ich bin gleich oh, da. Ja, aber die Wii kriegt ein lol. Kogma, überlebe. Komm zurück, Kogma. Oh, ich kann... Lol. Kriegst du ihn? Ey, mach den Ring anders, was ist denn da los? Macht denn der da? Ja, mir hilft ja keiner, ich helfe den anderen aber... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Marschiert der hier durch alles durch? Ne, ich war unterwegs. Ich denke, der hat hier den Umweg so gemacht. Jede Regel muss mal gebrochen werden. Jetzt wird's hässlich auf Botlane, weil du Pikes B verlierst. Ja. Ich hoffe, Vi kann diesen Gangsack also gut durchgehen. Hatte ich so nochmal schön verarscht mit meiner Ulti, aber. Komm schon, Vi, komm schon! Wurde das jetzt geändert bei Lux der Hand? Der sieht irgendwie besser aus. Oh toll. Ach, diese Schani-Schlampe. Sorry für das Late Shield. Das ist nicht schlimm. Es ist der Passive, die uns zerstückelt. Komm mal hoch, Flo, mir ist hier unten so langweilig. Du kannst ja auch mal ganz oh, Renga ist auch da. Damit. Ah. Ja, okay, dann war's das jetzt. Scheiße. Damit. Ah, hätte ich mich nur zurückgeportet. Ich hoffe, der hat mich nicht mehr gesehen. Oh Gott, weil. Wo ist sie? Doch, hat er. Ey, warum ist sie nicht zu mir gelaufen? Ich hätte sie geschildert. Dammit! Mann! Ja, was ist los? Verdammte Kacke ist los! Warum taucht ein ausgerechneter Ringer auf? Scheiße. Weil er eine Katze ist. Ha! Den fahren wir nicht so schön versaut. Warum hast du jetzt auf die Minions zurück, TP? Ja, damit er den Farm nicht noch kriegt, dann muss weg. Du weißt schon, dass wenn du dich auf den Tower TP'st, dass du eine Minute dagegen hast, ne? Das ist was? Wenn du dich auf den Tower teleportierst, ist erst nicht Zeit geringer. Echt? Eine ja. Minute. Das wüsste ich nicht. Ja, jetzt weißt du's. Nee, steht da sogar, wenn du Nachfolger auf den Tower bist. Mann, die haben einen Turm. Okay. Die brauchen. Oh, da ist ein. Und Renga ist da. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Alter, der Renga, ey, was ja, das der kann er mal was voll werden. Auf. Hättet ihr bloß auf mich gewartet. Wir hätten wir bloß den Renga nicht gefeedet. Ja, hätten wir auf dich gewartet, nee, hätten wir immer Zähne noch gewartet. Ja, ich bin gleich fertig. Oh, wir auch. Was, wir verlieren? Wir verlieren nie. Hier, der Renga macht übrigens Strike. Also ist nur taktisches Aufgeben. Ult, ult. Boah, ich kann so nicht ulten. Doch, jetzt. Yeah! Jetzt gibt ihr Schild. Wow, merci. Das hat jetzt wieder einiges rausgerissen, würde ich sagen. Alter Verwalter.
und Drake haben wir auch, nice. Und das war jetzt ziemlich klug. Oh, der scheiß Echo überleben. Hier oben spielt so langweilig, ey. Also wir in der Mitte überhaupt nicht. Da geht's scharf. Ich find's cool, dass der Wissensbaum gebufft wurde. Aha, hab ich noch gar nicht gesehen, du. So. Lol, hat mich gestunt. Nur überleben, Flo, ich bin gleich... Lol, oh. Was macht denn der? Ich kapier nicht, was der macht. Er hat den die ganze Zeit immer unter Kontrolle und auf einmal Endgame-Stern, da lieg ich im Dreck, ey, das ist ziemlich normal. Auf Echo könnte Höllenzepter ziemlich stark sein, wenn die viel AP haben. Weil du ja immer nah bei den Gegnern bist, wenn du Schaden machst. So Leute, wie lange seid ihr jetzt im Game? Ja, wie kommt Ulti? Rengar. Leute, wie lange seid ihr jetzt schon in-game? 15 Minuten. Geh weg. Ich ulte. Oh Gott. Galiert deine Ult eigentlich auch mit AD? Nein. Nicht oh, da macht er den Tower. Ja, kannst du noch mal hingehen? Ja, ich bin unterwegs. Wir haben ja jetzt erstmal deine Top-Lane geklärt, aber der hat uns ganz schön verarscht da oben, ey. Na, hab schon gesehen. Auch so ein Gangster. Yeah. Geht's mit dem Teamfight hier? Ich will den Turm nicht verlieren. Aber vor allem den Midlane sollten wir nicht verlieren. Oh Gott. Oh, seid ihr auch bei egal, euch? Achso, Leute, meine Passung. Nein! Ich hab meine Passive gerade vergessen, dass ich die noch. Ja, da brauche ich nicht mehr kommen, wa? Nee. Warnung! Vielleicht surrendern die Gegner ja wieder auf mysteriöse Weise. Das wär's aber bei 15-12, ey. Geht mal einer kurz top von der Botlane? Mach den Tower hier. Okay. Ich kann aber nicht sehr gut deffen, aber ich übernehme halt. Kommt aber eh nicht mehr rechtzeitig, würde ich sagen. Doch, weil der noch die Minions macht. Na gut, ich komme auch wieder nach oben. Ich hab nämlich erst Port in ein paar Sekunden aus. Okay. Richtung... Bist du bereit, Turm? Ich shield dich. Hier, Cho'Gath, geh mal in Mitte. Kog'Maw, Entschuldigung. Okay. Das sollte nicht. Naja, wenn einer kommt, meine ich. Du darfst jetzt der Shield-Bonus AD. Ich geh Mitte. Oh. Lol, der macht ja Damage. Ja, na klar macht der Damage. Ich wusste nicht, dass er so viel macht. Dead kommt auf, passt auf. Well played. Danke. Jetzt verlieren wir aber Bot Tower, das heißt noch immer nicht richtig wert. Wir brauchen unbedingt einen Turm. Rengar kommt auch hoch. Ja, das ist nice, die den können wir abfangen. Es wäre vielleicht besser, wenn einer Mitte durchpusht. Naja, was denn? Rengar hat seine Ult auch draußen auf cooldown. So, jetzt könnten wir mal Midlane Tower pushen. Übrigens war das gerade ich. Wir könnten auch zwei Türme gleichzeitig nehmen. Top und Mitte müsste gehen. Ja. Set hat mich geultiert. Hatten aber überhaupt okay, Geduld frei. Da hab ich Red Buff, Leute. Toll, weil. Zack. Ey, der hat nicht mehr viel gefehlt bei dem Typen. Ja. Egal. Kriegen wir schon. Der Graves auch da, ein bisschen aufpassen jetzt. Steht in der Graves. 2-4. Och, naja. Hast du den Top Tower durch? Also bekommst du den jetzt noch? Ah, glaub ich nicht. Oh, da ist hab ich. Ja. Ich hab ein wildes Echo gefunden. Jo. Und ein wildes Set.
Oh, der ist rausgeflasht. Haben. Echo hat auch geultert. Oh, lol. Schluss damit. Jumpe ihn an. Ah, ich dreh mal um. Besser nicht. Als Team, so. Ja. Ich verstehe, so. Das ist ein kleiner Fehler. Die Lux hat mich auch schon runtergepokt. Ist auch ein kleiner Fehler von hier, drei. Vorsicht! Ah, der kriegt einen Slow hier. Zack, nee, ist vorher schon tot. Nice. Bisschen greedy, der Echo. Der unterschätzt halt Schild und Team Damage und so. Ja, und überschätzt sich. Oh nein, 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 nein. Geh weg. Nein. Ich dreh schon wieder um. Uiuiui, ui, ui, knapp ich. Nice. Ach, ich hab überlebt. Brauch ja. Alles. Nein. Höchstens. Drake ab. Warnung. Warnung. Hat man eigentlich gerade gehört, yeah, was der Typ gesagt hat hier? Ich glaube, da habe ich irgendwas mit Blutrausch gehört. Warnung. Warnung. Oh, jetzt habe ich ja einen Jungle gemacht und bin schon halb tot. Oder hat lebendig Kappa. Bin der Boom Boom Flo? Du musst ganz einfach meine Ulm so. Ihr geht jetzt bestimmt Drake, oder? Ich hab TP ready. Okay, ich warte Drake, dann kannst du da hinspringen. Ich tu hier kurz mal Dingsen hier. Top Dingsen. Oh, da ist ein wildes Rengar. Es sieht nicht gut aus für den Drachen. Komm zurück, Drache. Komm zurück. Komm dahin. Wo ist der Drache? Ah, da war noch nichts verloren. Guter Drache. Warnung, Warnung, Warnung. Man sieht halt wegen dem komischen Spiegelbild die ganze Zeit, wo du bist, ne? Also. Da musst du mal aufpassen. Soweit ich es richtig verstanden hatte im Spotlight, wenn du den Champion selber nicht siehst, siehst du den Schatten nicht. So hatten sie es auf jeden Fall erklärt. Also ich sehe den Schatten, wo da oben war hier. Ja, wir sehen ihn immer, aber. Echo gefunden. Er ist da drin. Geht's da jetzt scharf da unten? Ah, ist nur einer. Jawohl, richtig, machen sie es. Oh. Ich hab nur Respekt vom Rengar, der euch jetzt anspringen wird. Komm zurück, Fly! Warum kommt ihr nicht zurück, um zu schilden? Naja, geht trotzdem noch. Ich geh ja kurz Farm abholen. Wollen wir jetzt nicht langsam mal den Drake machen? Ja, ich würde auch gerne den Drake machen. Ja, der Risiko ist halt groß, wir haben keinen Smite. So, aber es wird gehen. Scheiße, weil es tot, gell? Aber es wird gehen, es wird gehen. Wir haben Wamba. Lol, ne? Zu langsam. Lol. Wir müssen das Rash rashen. Oh nein. Da bist du. Und jetzt müsst... Er ist da. Eins, zwei. Hier ist er. Lol. Vorsicht, Lux auch da. Oh, ich bin da. Ich geb dir Schild. Ah, Mist, ey. Ich konnte Ulti nicht mehr ziehen. Verdammt. Also einen habe ich gekriegt. Ich konnte die Ulti nicht mehr ziehen, sonst hat das alles geklappt. Hier. Die resten völlig aus! Schade. Ich hab hier noch mein Schild gegeben, aber... Sah nicht so nach Mechanics aus, Jungs. Sah nicht so nach Mechanics aus. Nicht wirklich. Dungeon Lux. Naja, Risk für mich. Ah, ich hab meine Ulti voll verhauen diesmal eher. Ja, und ich hab meine nicht rausgekriegt, weil ich im Stun saß. Komm zurück, komm zurück. Na, ich geh mir mal einen Major Sword. Top! Bin unterwegs. Ich port mich hin. Warnung, Warnung, Warnung. Das ist richtig OP bei Wumble, dass deine Auto jetzt dann mehr Damage machen. Das finde ich auch geil.
Damit kannst du so hart die sprechen. Kommaschelle von oben kommen wir. Vor allem wieder noch immer zuhauen, da könnte ich mich halb eimern. Komm bitte. Jo, ich auch. Oh oh. Jo. Set, geh weg. Set, ich werde dich töten. Flüchten schon wieder. Tötet sie! Oh, sorry. Obwohl, mehr Sex. Versuchen wir mal den Blut zu holen. Wir haben keine Minions, schöne Scheiße. Oh, lol. Ihr habt den jetzt geholt. Oh, sie hat Dive Mechanics gemacht. Die Lux ist hier. Echo keine Ult mehr, das könnten wir jetzt knallhart ausnutzen. Rengar? Lux von hinten? Oh, jetzt haben wir Minions. Oh Gott, was macht die Schaden? Agro, ich hatte Tower, den Tower Agro habe ich auch noch. Ich gehe Botlane Farm abholen. Hä, warum macht die so viel Schaden? Ich hab dir noch Schild gegeben und dir dann für alles verbunden. Ja, ich habe ja alles abgekriegt, auch Ulti und alles. Standardprogramm. Ein ganz normaler Tag für Echo. Echo Damage in the house, du da. Echo, Echo. Ja. Boom! Oh, hier geht's gleich hart hier. Ja. Für so einen Push-Teamfight bin ich auf jeden Fall. Und wisst ihr auch warum? Weil du eine Ulti hast. Ich hab Ulti ready, Jungs. Ich hab Ulti ready. Guck mal, mach mir AOE Damage. Hier sind sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, guck mal, der fährt dich ulten. Ich mach mal den Weg dicht hier. Nicht sterben, guck mal. Ja, ich hab mir den Farm auf. Pass auf da! Lässt du mich den Lux fern. Lol, hast du TP ready, Mumble? Nee, hab ich nicht. Ja, sonst hättest du Top-Up-Plays machen können. Ist da ein Gegner oder machst du einfach nur Running? Was? Nee, ich mach das um meinen Scheiß da aufzuhalten, meine. Oh, wie, ich wollte ihn ja doch noch vorbereiten, Mensch. Oh. Ja, ich bin schon bei 10 Stacks. Ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt so. Ach, ich geh mal kurz in den Dschungel. Das Einzige, was ich mit Kogmar richtig hinbekomme, sind die Snaps mit der Ult, mehr nicht. Und solange du auf deinen W drücken kannst und auch noch Outwits machst, dann ist GG. Flo, wollen wir uns mal den Echo holen? Ach, ich weiß nicht, ey, der macht mir zu viel Spektakel. Lass lieber Teamfight machen, da bin ich stärker mit Wandel. Ja, aber der pusht hier die Top. Ne, ist weg. Okay. Oh. Na gut, dann solltet ihr aber mit. Ne, kommt nicht, gell? Nee, ich hol. Na doch, der kommt jetzt bestimmt mit. Er war das Problem. Ja, aber ich mein, bei dir ist er jetzt weg hier. Da pusht er durch. Ich komme auch gleich zurück. Die haben sich gesplittet, diesen Turm da, diesen Turm da. Drake, könnten wir auch gut machen. Drake ist tot. In auch eine Minute. Jo, siehst du doch, Puffy. 40 Sekunden. Tower, 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 weil du hast Tower, aber. Die ist nicht mit dem TS. Hier, Rengar von hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von da hinten, ich dachte, der kommt hier durch. Ja. Sollen wir auf ihn gehen? Ja, ich klar. Dann kriegen wir eh nicht. Ich hab gleich Speedbuff und Air Mart. Whatever das ist. Da ist Echo. Ja, Echo hat schon mal keine Ult, oder? Ist Load? Noch mal. Ich geb dir Shield. Oh, Drake. Kann nicht alle weglaufen hier. Ey! Was macht denn unser Jungler? Der. Oh lol, und ich muss hier einen Drake machen, ey. Was ist das denn für einer? Ich hab nur den Dings umgehauen. Jetzt bekommst du einen Drachenfilter, Kane. Holt euch den Set, das Spiel heißt verprügelt den Set. Und dann bin ich dabei.
Ich werf ihn hoch und ihr macht den Rest. Ich muss weg, ich bin low. Wenn ich das der Trade Team gut ausgeht. Und Dad ist tot. Ich auch. Leute. Du hast einen kleinen Missplay gemacht. Du Noob! Genau! Wieso, wo hab ich ein Missplay gemacht? Der hat einfach seine Ulti auf mich gesetzt. Ja, oh klar. Na, aber du hättest mit deiner Ulti noch ganz kurz warten müssen, dann hättest du mehr Heal bekommen, weil er ja alles drauf macht. Ja, gegen den Z kannst du mit deiner W eigentlich optimal die Ult countern, oder? Ja, aber die W dauert 3 Jahre, die Z-Ulti dauert nur eine Sekunde. Ja, die dauern exakt genauso lang. Ist doch scheißegal, was der Z macht, der hat ein 4 zu 12. Die W dauert 3 Sekunden. Und Z braucht 0,75 oder so. Der muss aber auch seine Sachen machen. Wenn der springt, Vorsicht, Mitte. Ich komme auch. Der hat keine Chance gegen mich. Ich habe 13 Stacks. Er wird sie mir nicht stehlen. Oh, nice, Alter. Catch looks. Oh, das ist ein Z. Oh, die schleichen sich alle an hier. Wumble ist da. Wie ist Top Lane gegen den oh, was macht ihr denn da? Der Engage! Hilfe, 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 Hilfe! Well played, Leute. Komm ich hier nicht hinterher. Mitte holen. Warnung, Warnung, Warnung. Was Nein. echt witzig mit Echo ist, du könntest, wenn du Top spielst. Sag, guck mal, hat Probleme. Ja, nicht nur das. Da kommt die Lux schon wieder. Ich geh Mitte weitermachen hier. Blödsinn da rumzulaufen. Ja, ich hab ja gesagt, Mitte. Was echt witzig an Echo ist, ist, wenn du eine TP spielst, einfach Top spielst, kannst du Backporten instant ankaufen und mit der Ulti auf die Lane. Ich kann nichts machen, Flo, sorry. Ich hab dir aber einen Arsch gerettet, jetzt geht's zu, sag. Hast du ganz fein gemacht. Nee, ich hätte ja auch gerne noch weitergeholfen, aber ich konnte nicht mehr. Ja. Ist ja kein Problem. Flo ist für mich gestorben. Du schreist lauter. Ich probier jetzt aber was Neues aus. Ich probier jetzt mal mit diesem komischen Wille der Urahnen hier. Das könnte echt OP sein, weil du ja meistens deine ganze Lane mitbekommst. Ja, aber AOE ist bei heilen Prozent hat. Fähigkeiten mit Flächenwirkung gewähren nur ein Drittel der Heilung, scheiße. Aber ich glaube, ich hol mir das auch gleich. Oder Hextech, bin ich noch nicht sicher. Naja, sobald du 6 Ziele triffst und wird trotzdem das Doppel bekommen. Und dein E halt ist trotzdem stark. Ihr seid nur zu zweit da in der Mitte, gell? Das wissen wir. Aber ja, wir sind cool. Ach so. Ja, das sind die ganz cool. Wir sind cool, wir haben ein Echo. Genau. Alter, was macht denn der Set denn hier? Der hat mich mal kurz geschnitzelt. Wie war das? Ist egal, was der macht. Der hat eine Blablabla, keine Ahnung. Wir haben leider kein TP, wir verlieren den jetzt, egal wie. Ja, ich bin tot. Und der holt aber dann noch den nächsten, wenn er da weiter bleibt. Einer muss mal weggehen. Oh, ich kann wieder nicht! Was ist das zum Heulen, ey? Der holt den nächsten Tower. Immer gestunt und ich kann meine Ulti nicht nutzen. Ich werd sterben. Oder? Ja. Aber der hat einen Tower nicht gekriegt, das ist schon mal gut. Na, noch nicht. Ich bin noch 20 Sekunden tot. Ja, ich bin wieder da. Achso. Ja, aber einen Tower kriegt er. Ult auf Doom. Ne, okay, so nicht. Easy. Ja, ein Tower hat er aber. Oh, in der Mitte sind 3. 4. Bin auch gleich wieder da. So, wollen noch mal ein bisschen durchdrehen jetzt, habe ich mir sagen lassen. Ich komme von unten rein.
LOL! So. Was hast du mit dem gemacht, der ist geplatzt? Ja, pusht mal ordentlich. Wir haben alle bis auf diesen komischen Echo erwischt. Ja, aber das ist auf jeden Fall die größte Schwäche von Echo. Wenn er gestunt wird, da geht er ziemlich schnell down. Und die Lux, die ballert mir immer alles instant rein. Die Lux macht einfach so häufig Schaden auf mit ihrer Ulti im Moment. Ich bin einfach one-hitted, wenn ich gequeued bin. Ja, ich auch. Das ist blöde. Das hat die Stärke von Lux. Du hast den Power. Go, go, go. Jo, bin gleich da. Ja, das ist doch nicht wahr, ey. Oh! Lol. Warte kurz, warte kurz. Er ist noch dein Schild. Er hat sich doch gelohnt. Wenn du nur eine halbe Sekunde gewartet hättest, hättest du überlebt. Ja, Set push bot. Na, 10 Sekunden, das schaffe ich. Ich brauche nur 28, ich bin noch ein bisschen tot. Aber wir müssten endlich mal einen Power von denen kriegen, ansonsten müssen wir echt defensiv spielen jetzt. Wenn wir jetzt defensiv spielen, verlieren wir. Wir brauchen jetzt einfach Drake oder Baron oder Tower. Ja, Killermaschine. Hätten wir ruhig mal lassen können. Ey, guck mal, wie wenig Kills ich hab. Echo muss sich seine eigenen Kills verdienen. Es war ja verdient, er hat ja nur KS. Ja, war lastig. Ja, ist richtig. Platt gemacht hab ich ihn ja. Nee, da streit ich was. Achso. Achso, hä, noch gehässig gelacht? Ja, mehr kann man da nicht. Los jetzt Teamfight, Teamfights gewinnen wir, alle Mitte. Coco. Baron. Nein, Baron, das wäre jetzt genau verkehrt. Wir schaffen Baron, aber jetzt ist die Frage, wenn die uns counter-engagen, sind wir alle tot. Ja, eben, ja. Rengar ist schon da. Böse Katze, Rengar. Böse Katze. Böse Katze, Rengar. Böse Katze. Geh, geh einfach mal weg, Rengar. Rengar hat geultet, Rengar hat geultet. Pass auf, Leute, pass auf. Pass auf, wenn... Alter... Was geht hier ab, und ey? Jetzt da haben! Boom! Ich verstehe nicht, was passiert ist, aber ich sag nur Boom! Go Ham, go Ham, go Ham, go Ham! Chaka! Einfach Tötung! Jetzt haben wir den Teamfight gewonnen! Ja, Ram, mach alleine Baron, los, du bist Echo! Oh, vielleicht kannst du sogar einen Power holen, eher. Wie hier. Viel ist denn noch? Mach Geschwindigkeit dran. 12 ist Rengar. 12 ist Rengar, 18 ist schaff Echo. Ich nicht. Ja, schaffst du nicht, scheiße. Aber es ist jetzt nächstes Mal Warp bei Baron hier, irgendwo dort. Kannst du vergessen. Ram. Hm? Auf dir würde sich Höllenzepter lernen. Weil wenn du ja bedenkst, wenn du mit der E reinspringst und deine Combo dann machst, ein bisschen neben ihnen, sodass sie von der Aura getroffen werden. Mhm. Und sie weniger MR haben. Ja, hast du recht. Gleichzeitig assistierst du auch Rumble. Ja, ich überlege, ob ich es mir vielleicht... Na gut, wenn es Ram holt... Nee, ich kann es holen. Ich hol mir jetzt nur erstmal Sonjas. Na gut, Sonjas habe ich schon. Ja, ich mach ganz genau 100 AD Schaden. Also Sonjas brauche ich unbedingt. Ich habe all meine Stacks verloren. Ich werde Majors später verkaufen. Lol, bist da oben? Ne, aber eigentlich Flo, hol du dir ruhig Höllenzepter, ist besser. Ich will ja gleich noch Wille der Uralten mal ausprobieren. Lol, why? Oh, Rengar ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, der will die Inhibis machen, ne? Er will sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Inhib, 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 ist tot. Shit, Zed. Wie ich diesen Kerl hasse.
hab ich gewusst. Mhm. Ja, jetzt habe ich keine Assist bekommen, weil ja, ist egal. Aber jetzt gehen wir durch. Jetzt holen wir uns den Tower. Voll Mitte. Ja. Alle Mann. Ich hab trotzdem noch Angst wegen Rengar. Er könnte eine Backdoor machen. Ja, kann er doch machen. Aber so viel sind die schneller. Ja, und er schafft die Tower auch nicht in der Base. Hast du eigentlich TP ready? Einfach durch, ignoriert die. Oh Gott. Oder machten alle. Sorry, ja. Einfach durch, warum? Thank you, man. Oh nein. Ich geh back. Nee, hier geht schon Janna. Ja, aber ich kann alleine nicht viel ausmachen. Ja, aber sagen, ich bin vertraut, das willst du alleine machen. Pentakill. Alter, das Damage ist nicht weg. Normal, das macht die Lux für den Schaden. Ich spiel für Lux. Gehe. Ja, deren Backdoor hat jetzt besser geklappt. Viel besser. Ja, weil die Absprache schlecht war. Zwei irgendwie zurück oder nur Janna, ich weiß es nicht. Nee, Janna, es wäre halt besser gewesen, wenn wir alle zurückgegangen wären. Weil wir hatten schon wir hätten nicht mehr bekommen. Ja. Ich glaube, die wollen dich, Janna. Halt noch durch, exakt noch 24 Sekunden. Oha. Das Captain kommt wieder da. Naja, es würde mir nichts ausmachen, länger durchzuhalten. Leute, ich hätte kaputt gelassen, wenn der jetzt gestorben wird. Jo. Gestorben wäre. Ja, für den Tower retten. Du rettest den Tower nicht, du killst die fast noch. Ich lach mich kaputt, ey. Ja, wir sind auch gleich wieder da. Geht weg, lass den Tower leben. Ich geh auf Bot. Engage auf Doom. Er drauf, hier drauf, hier drauf. Er darf das nicht bekommen. Er geht da lang, geht da lang. Wo ist ja, er? Top. Ah, ist tot. Wir müssen hier unseren Tower treffen. Jo. Ja, aber jetzt wird es sich, Ich geh mit pushen, mit wie? Komm, wir deffen zu zweit und der Rest kann pushen. Musst du den Drake machen? Ja, scheiß auf Drake, jetzt müssen den Tower halten hier. Ja, aber Drake... Wenn die Tower hier Drake kaputt gehen, die können alle backdoren bei dem. Ja, aber zu 5 können wir das jetzt easy deffen. Ja, wir halten die hier oben doch auch schon auf. Falls hier irgendwas... Wir deffen quasi in der Gegnerbase. Das nennt man strategisches Deffen. Genau. Ich dachte, ich krieg was von denen. Das Beste ist jetzt Drake, weil wenn wir jetzt noch 6 Minuten aushalten und den dann bekommen, sind wir den stark erhält. Mit dem Buff können wir dann durchmarschieren. Ah, dammit. Kogma hat Drake gegessen. Okay, dann geh ich. Jenna, mach du dort. Nein! Warum seid ihr wieder so greedy? Ich weiß nicht, ob ich Majors verkaufen soll oder nicht. Unsere Inips müssen gleich wieder da sein. Hoffentlich fallen sie dann nicht gleich wieder. Na, guck mal, macht jetzt schon ziemlich viel Schaden. 2000 Gold, ich wollte uns mal noch irgendwas kaufen. Baron hätten wir vielleicht. Oh, hier Graves von hinten. Höllenzepter. Da ist Set. Ja, gut, da kann ich nichts machen. Niemand von uns, die sind halt im Moment zu viel in der Überzahl. Kannst du nichts machen, ist gut. Ah, schade. Von hält die 2? Yep. Jetzt sieht das Ganze nicht gut aus. Aber du bist Rumble. Ja, aber. Bin ich so. Das Problem ist, unser Inhib ist jetzt so gut wie zurück. Wenn sie den jetzt noch mitkriegen, dann. Ja, ihr dürft nicht hinterhergehen. Rengar ist Bot. Ihr müsst hinten einfach nur an den zwei Tauern bleiben. Das geht nicht hinterher. Ja, aber wenn sie sterben, haben geht sie. Geh doch nicht raus! Warum denn nicht? Haben doch! Ja! Ja und? Ja, hab kurz Geduld! Der stirbt doch nicht instant. Echo ist schon mal tot.
Jetzt haben die keinen Ash schon mehr. Die gehen jetzt einfach zum... Aber in einem Bockel. Es wäre irgendwie gut, wenn jemand Drake werden könnte. Also ne, Baron. Drake ist doch schon gestorben. Haben wir doch gerade gemacht. Baron. Jetzt haben wir noch versprochen. Problem ist, wir werden wahrscheinlich nicht viel machen können jetzt, wenn die Baron machen. Und Open Deffen. Wir müssen noch diese Wave deffen, später geht's, weil die keine zwei Bastarde mehr per Wave bekommen. Auf jeden Fall sollten wir mal warden. Ja, Wort ist nicht verkehrt. Ich verstehe nicht, warum die einfach keine Objective wie Drake oder so machen. Baron ist nicht mal so eine schlechte Idee, wenn du als Kogmar noch dahin gehst, dann schafft ihr es easy zu dritt. Ja, können wir nicht machen. Wie jetzt? Ja. Jetzt ist keine gute Idee, glaube ich. Nein, im Ernst. Die sind alle fünf wieder da. Ihr könnt den zu dritt easy machen. Ja, klar können wir den machen. Ja, aber wenn die gecountert werden, dann kriegen die den Baron und wir liegen alle im Dreck. Ja. Aber die Frage ist, gleich müssen wir entweder Risiko oder wir müssen überleben, bis wir Drake Nummer 5 haben. Na, einfach warten, bis die Inhibitoren wieder stehen. So, der eine, den haben wir schon wieder. Wir haben zwei. Dann können wir auch einen Teamfight eingehen. Einen richtigen Teamfight mal wieder. Ich bin eher dafür, dass wir noch 3 Minuten warten und dann mit Baron Nummer 5. Ja, Baron. Ja, die machen Baron. Jetzt müssen wir hoch. Los, jetzt können wir auch hoch. Alle mitkommen, aber schnell. Er müsste jetzt rein, er müsste jetzt rein. Voll rein. Okay, das ging schnell. Pass auf. Komm zurück. Okay, jetzt haben wir es wahrscheinlich durch. Was war denn das für ein Scheiß? Mann! Okay, jetzt haben wir es verkackt. Lol, Lux Binding hat mir 1800 Damage gemacht. Also zwei. Oh Mann, was wurde mir denn da angezeigt? Die Lux so dick? Was Supporter? Die hatten 13,6 her. Ja, die spielt aber kein Supporter, ich krieg Full Damage. Ja, ist klar, das Spiel dauert jetzt immer so eine Weile hier. Lux OP. Ja, man kann halt leider nicht immer gewinnen. Ich hoffe, euch hat's trotzdem ein wenig gefallen. Und wenn ja, schaut doch mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.